Hallo und herzlich willkommen zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Kurzgeschichte Nummer 10. Die Einweihungsparty. Max und Mia hatten eine lange Reise hinter sich. Aber sie hatten endlich ihren Traum verwirklicht und eine wunderschöne Wohnung in einer charmanten Nachbarschaft in Deutschland gefunden. Nach Monaten der Suche und Renovierung war es nun an der Zeit, ihre Freunde und neuen Nachbarn zu einer großen Einweihungsparty einzuladen. Die Wohnung war perfekt dekoriert, mit frischen Blumen auf dem Esstisch und Kerzen, die ein warmes Licht verbreiteten. Max und Mia hatten sich viel Mühe gegeben, um sicherzustellen, dass alles perfekt war. Und nun warteten sie gespannt auf ihre Gäste. Die ersten Gäste, ihre engsten Freunde, kamen pünktlich an. Die Stimmung war ausgelassen und es dauerte nicht lange, bis das Gesprächsthema auf die neue Nachbarschaft in Deutschland kam. Max, Mia, ihr habt wirklich Glück mit dieser Wohnung und dieser Nachbarschaft, sagte Lisa, eine enge Freundin. Es ist hier so friedlich und grün. Max nickte und erwiderte: Ja, wir fühlen uns wirklich wohl. Aber wisst ihr, was ich am meisten mag? Die Nachbarn sind so freundlich und hilfsbereit. Es ist anders als in unserer alten Nachbarschaft. Während sie sich unterhielten, klingelte es an der Tür. Max öffnete sie und wurde von ihren neuen Nachbarn, Herr und Frau Schneider, begrüßt. Sie lächelten und hielten ein Tablett mit einer kleinen Schüssel Salz und frischem Brot in den Händen. Hallo Max, Mia, herzlichen Glückwunsch zu eurer neuen Wohnung, begrüßte Herr Schneider sie. Wir bringen euch Salz und Brot als Zeichen des Wohlstands und der Gastfreundschaft. Max und Mia waren gerührt von dieser Geste. Vielen Dank, Herr und Frau Schneider, sagte Mia. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Die Nachbarn traten ein
und gesellten sich zur Party. Es dauerte nicht lange, bis sich alle miteinander unterhielten und sich wohlfühlten. Die Nachbarn erzählten von den Traditionen der Nachbarschaft und wie wichtig es sei, sich gegenseitig zu unterstützen. Herr Schneider erzählte, in Deutschland ist es üblich, Salz und Brot als Einweihungsgeschenk zu überreichen, um Glück und Wohlstand im neuen Zuhause zu wünschen. Es ist eine alte Tradition, die wir gerne aufrechterhalten. Die Gäste nickten zustimmend und die Atmosphäre wurde noch herzlicher. Max und Mia fühlten sich überwältigt von der Freundlichkeit ihrer Nachbarn und von der Liebe, die sie in ihrer neuen Nachbarschaft empfanden. Die Einweihungsparty dauerte bis tief in die Nacht. Die Freunde und Nachbarn genossen das Fest, das von den Gesprächen über Nachbarschaft, Gemeinschaft und die Zukunft in Deutschland geprägt war. Max und Mia fühlten sich so glücklich und dankbar, dass sie diesen neuen Lebensabschnitt gemeinsam beginnen konnten. Schließlich verabschiedeten sich die Gäste, aber nicht, ohne Max und Mia zu versichern, dass sie jederzeit auf ihre Nachbarn zählen konnten. In den Wochen und Monaten, die folgten, wurde die Verbindung zwischen Max, Mia und ihren Nachbarn immer stärker. Die Nachbarschaft fühlte sich wirklich wie eine große Familie an. Ob es darum ging, den Garten zu pflegen oder sich gegenseitig bei alltäglichen Herausforderungen zu helfen, die Menschen in ihrer Umgebung waren immer da. Max und Mia wussten, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hatten. Ihre Wohnung war nicht nur ein Ort zum Leben, sondern auch ein Ort, an dem sie Teil einer eng verbundenen Nachbarschaft wurden. Neue Vokabeln verwirklichen. Realize. Charmant. Charming. Sich Mühe geben. To take pains. Enge Freunde. Close friends.
Es dauerte. It took. Friedlich. Peaceful. Sich wohlfühlen. Feeling at ease. Sich gegenseitig unterstützen. To support each other. Der Lebensabschnitt. Stage of life. Auf jemanden zählen können. Being able to count on someone. Herausforderungen. Challenges. Die Nachbarschaft. Neighborhood. Hast du gut aufgepasst? Ich habe eine Frage für dich. Was ist ein traditionelles Einweihungsgeschenk für neue Nachbarn in Deutschland? Weißt du die Antwort? Dann schreibe sie in die Kommentare. Na, wie hat dir die Kurzgeschichte gefallen? Hast du alles gut verstanden? Oder hattest du Schwierigkeiten beim Verstehen? Falls du Schwierigkeiten hattest, kein Problem. Schau einfach auf meiner Patreon-Seite. Dort findest du alle Transkripte zu allen Kurzgeschichten inklusive Vokabelliste und Fragen zum Text. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Thank you so much for listening. I hope you enjoyed this short story. If so, please give it a thumbs up. Don't forget to subscribe my channel and you will never miss future episodes. Also, feel free to check my Patreon page. There you can find all transcripts to all short stories. Also, they will include all vocabularies and questions that will help you to understand the text better. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Übrigens, du kannst ab jetzt Mitglied bei Learn German with Falk werden. Hier bei YouTube und tolle Vorteile genießen. Vielen Dank für deine Unterstützung.